Ich habe auch gehört, dass Superhelden heutzutage gebraucht werden. Aber die Superhelden können leider die Welt nicht retten. Dafür ist viel zu viel zu tun. Wir brauchen nicht nur uns, wir brauchen euch alle. Denn wer es schafft, in dieser Zeit Gesicht zu zeigen, der ist ein Superheld. Und dafür einen großen Applaus bitte an alle, die Gesicht zeigen. Ein Spinner. Aber die erklären mir als Außerirdischen, dass man Social Distancing machen muss. Social Distancing bedeutet, dass ihr gegen eure eigene Natur ankämpfen müsst. Das ist nicht anständig. Das ist nicht menschlich. Das ist spinnermäßig. Was braucht ihr? Ihr braucht Sozialverantwortung. Das müssen wir lernen. Wir müssen lernen, Sozialkompetenz zu erlangen. Aber keine soziale Distanz. Soziale Distanz bringt nur Spaltung rein und genau dagegen sind wir. Soziale Distanz bringt Menschen um. Genau. Wie kann ein Superhelden daneben stehen und das gut finden? Das geht nicht. Und genau deswegen sind wir hier. Und genau deswegen seid ihr hier. Und deswegen nochmal vielen Dank an alle. Vielen Dank. Ich verstehe das nicht. Ich komme nicht von hier. Man erklärt hier, dass man einen Mundschutz tragen muss, wenn man in ein Restaurant reingeht. Aber wenn man essen will, muss man den wieder ausziehen. Ich verstehe es nicht. Die haben mir erklärt, dass es um Aerosole geht. Werden die nicht verbreitet, wenn man anfängt zu essen? Ich verstehe es als Außerirdischer nicht. Ich verstehe nicht, wie man Gesetze machen kann, die einige Leute oder viele Leute diskriminieren. Ich verstehe nicht, wie einige Leute, obwohl sie einen Attest vom Arzt haben, nicht Bahn fahren dürfen oder vielleicht sogar von irgendwelchen Shops rausgeschmissen werden. Ich verstehe nicht, wie man Behinderte 6 Wochen lang eingesperrt hat, ohne dass irgendjemand darüber berichtet. Ich verstehe nicht, wie Julian Assange in einem Guantanamo in England sitzt, im Gefängnis gefoltert wird, nur weil er die Wahrheit sagt. So ist es. Ich dachte, das wäre gerade seine Aufgabe als Journalist, dass er die Aufgabe... Richtig. Dass er die Wahrheit sagt. Jawohl. Schön. Ich dachte, die Aufgabe der Bundesregierung hier wäre es, genau für Behinderte und für Leute, die sich nicht selbst helfen können, das dafür zu sorgen, dass sie anständig leben. Also warum muss ein Außerirdischer für Menschenrechte kämpfen? Warum muss ein Spinner für Menschenrechte kämpfen? Warum ist sogar der Tod hier und versucht, für Menschenrechte zu kämpfen? Und warum müssen so viele Leute auf die Straße gehen für etwas, was Menschen gegeben ist? Warum? Das verstehe ich als Außerirdischer nicht. Ich auch nicht. Ja.